Die Landschaft hier um dieses Städtchen herum ist wirklich traumhaft. Jedes Mal, wenn ich hierher fahre, denke ich, fantastisch. Wir haben eine gute Infrastruktur. Es gibt ein Krankenhaus hier in Blankenhain. Und wir haben natürlich hier im Hintergrund das Schloss und auch wirklich ein Städtchen mit langer Geschichte. Wir sehen eine Entwicklung in der Stadt, eine sehr positive Entwicklung. Und wir haben gesagt, eigentlich der ideale Ort, um für Senioren ein neues Zuhause zu schaffen. Jetzt, heute haben wir Richtfest gefeiert. 35 Wohnungen errichten wir ja jetzt hier und diese drei Gewerbeeinheiten von der Diakonie angemietet, um eine entsprechende Dienstleistung auch im Haus anzubieten. Unterstützung für die Senioren sind 30 Zweiraumwohnungen, 3 Dreiraumwohnungen, 2 Einraumwohnungen. Jetzt haben wir schon Interessentenlisten. Wir haben schon Interessenten, die jetzt gerne in dieses Objekt rein möchten, aber wir sind noch nicht so in der Hauptvermarktungsphase. Das werden wir mal sehen, wie schnell sich diese Listen füllen. Und wie schnell wir im Grunde genommen dann auch an den Start gehen können. Wir sind da sehr optimistisch. Das Besondere an dem Haus ist, dass erstens alle Wohnungen weitgehend barrierefrei sind. Das bedeutet, dass ältere Menschen keine Angst haben müssen, über Schwellen zu stolpern. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Aufzug zu benutzen und wir haben hier flache, ebenerdige Duschen. Das heißt also, dass die meisten Gründe, warum man in Deutschland verunfallt, schon mal nicht gegeben sind in diesem Haus. Also das ist ein Stückchen Gesundheitsvorsorge hier einzuziehen. Also ich wünsche mir natürlich, sage ich mal, in erster Linie für unseren Bauherrn, dass das Ganze jetzt auch reibungsfrei so weiterläuft, wie es bisher gelaufen ist. Und dann, dass die Vermietung natürlich super anläuft. Die Rückmeldung haben wir heute gekriegt und das ist erstmal ein super Signal. Ja, den Bau der Seniorenwohnanlage in Blankenhain gibt es ganz einfach aus dem Grund, weil wir einen ganz dringenden Bedarf haben für solche Wohnungen, seniorengerechtes Wohnen. Mittlerweile hat sich's verwirklicht. Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das ist also genauso für uns ein Glücksgriff, mit Jena Wohnen zusammenarbeiten zu dürfen.